Ja, noch einmal willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Infovideo zum Thema ARC-Server. Ich hatte ja schon ein Hauptvideo gemacht zur Einstellung eines ARC-Servers auf dem eigenen PC und um das nochmal abzuschließen, hänge ich jetzt nochmal kurz auf alle Fälle ein Video dran, wie man Portfreigaben einrichtet für in dem Falle Fritzbox-Systeme und die eigene Firewall. Damit auch Freunde und so weiter auf euren Server raufkommen, wäre natürlich relativ wichtig. Ihr geht auf die Fritzbox erstmal, meldet euch da an. Unter dem Reiter Internet und Freigaben gibt es Portfreigaben. Da müsst ihr vier Ports freigeben. Und zwar die Ports 27015 müsst ihr freigeben und viermal die 7. Das ist 27015, der ARC-Port, und viermal die 7 braucht ihr auch noch für ARC. Jeweils für TCP und UDP, darum zweimal. Ja, ich habe die jetzt einfach durchbenannt von ARC bis ARC4. Ihr müsst dann erstmal, bei euch wird es ja wohl leer sein oder jedenfalls vielleicht was anderes drin, neue Portfreigabe auf alle Fälle anwählen. Dann auf andere Anwendungen. Bezeichnung könnt ihr jetzt halt ARC, nehme ich jetzt mal ARC5. Nicht so als Beispiel mal eben. Hier TCP und UDP, wie gesagt, einmal erstmal TCP. 1, 2, 3, 4 mal die 7 bis 1, 2, 3, 4 mal die 7, also von bis die Dinge angeben an Computer, euer eigener, den ihr gerade habt, worüber der laufen soll. Und an Port auch nochmal 4 mal die 7. Okay. Okay. Ich kann es jetzt nicht anlegen, da die entsprechende Freigabe bereits existiert. Aber so könnt ihr es machen. 4 mal die 7, das gleiche nochmal auf UDP. Für 4 mal die 7. Und natürlich für 27015 bis 27015. Und auch hier zu 27015. So, TCP und UDP. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr im Endeffekt für TCP und UDP jeweils beide Nummern freigegeben. Für euren PC ist wichtig. Wie gesagt, Bezeichnungen könnt ihr dann so angeben. Das war im Endeffekt alles, was ihr hier machen müsst. Ihr könnt die dann auch nachträglich noch bearbeiten, wenn ihr euch da vertan habt, hier über die Schaltflächen. Dann habt ihr im Endeffekt über euren Router schon mal erlaubt, dass euer Server gefunden werden darf von Internetanwendungen. Gut. Das war das Erste. Das Zweite, wir gehen auf Systemsteuerung, System und Sicherheit, Windows Firewall, erweiterte Einstellungen, da müsst ihr hin, von eurer Windows Firewall, wenn ihr die Windows Firewall verwendet. Ich weiß jetzt nicht, wenn Leute andere Firewalls haben, von irgendwelchen Sicherheitssystemen, Synetic oder sowas, dann ist die große Frage, da muss man das auch im Endeffekt freigeben, je nachdem, welche Firewall ihr halt habt. So, diese Firewall, eingehende und ausgehende Regeln habt ihr, wenn ihr das bei erweitert macht. Ihr müsst es für beides machen. Bei den eingehenden Regeln müsst ihr hier, also ihr könnt dann unter eingehende Regeln hier oben neue Regel erstellen. Da sagt ihr für einen Port weiter. TCP und UDP könnt ihr da anwählen. Bestimmte Ports, 1, 2, 3, 4 mal die 7 zum Beispiel wieder. Erstmal auf TCP weiter. Verbindungen zulassen in dem Falle weiter. Alle Domains. Und dann könnt ihr dem noch einen Namen geben. Ich habe jetzt alle ARC-Server benannt bei mir. Also im Ende gibt er dem noch einen Namen und sagt fertigstellen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. ARC-Server. Hier ist es UDP, 4 mal die 7. Hier ist es auch UDP 27015. Hier habt ihr TCP 27015. Und hier ist es dann logischerweise TCP 4 mal die 7. Die legt ihr an. Das gleiche macht ihr noch bei ausgehenden Regeln. Auch hier für Server. ARC-Server habe ich das angelegt, TCP. Also könnt ihr hier über neue Regel, wie gesagt, einfügen. Müsst ihr bei eingehenden und ausgehenden für TCP und UDP genau das gleiche wie auf der Fritzbox für beide jeweils angeben. Dann habt ihr nämlich die Freigaben für eingehende und ausgehende Regeln. Wie gesagt, benutzt jemand noch eine andere Firewall zusätzlich? Ich weiß es jetzt nicht genau, wo es da drin zu finden ist, aber man kann diese Portfreigaben halt bei den Firewalls einstellen.
Und dann habt ihr die Freigaben für diese Server. So, der Server aus dem letzten Video, Arc Server. Ich werde ihn jetzt einmal starten. Das, wer das letzte Video gesehen hat, wie gesagt, ist mit auf meinem Kanal, kann man finden. Kann ich sonst auch nochmal verlinken in der Videobeschreibung, gar kein Problem. Da kann man dann erstmal sehen, wie man das hier alles macht, dass man so einen fertigen Server hat. Den werde ich jetzt einmal starten. Das kann natürlich einen Moment dauern. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn der Server hochgefahren ist. Also bis gleich. So, und da sind wir auch wieder zurück. Ich habe jetzt gewartet, bis der Server hochgefahren ist. Danach müsst ihr noch einen kleinen Moment warten. Ich empfehle nur 1-2 Minuten. Ihr selber findet den recht schnell. Anzeige oben bei Steam, dann Server. Ich habe es jetzt hier schon mal vorbereitet. Ich werde mal ganz kurz hier hin und her wechseln. Also im Laden findet ihr den auf alle Fälle, wie beim letzten Video schon mal erklärt, eigentlich dann wieder direkt. Map-Test. Die Sache ist, wenn ihr jetzt hier auf Serverinformationen anzeigen geht, kriegt ihr hier eine interne IP, 192.168. Das ist die IP, die ihr auf eurem Router habt, intern. Das heißt, die bringt euch nichts, wenn ihr die an Freunde versendet oder sowas. Ihr müsst im Internet Server aktualisieren. Ihr habt den Vorteil, da der von eurem PC gehostet wird, auch über Internet, findet ihr den dann relativ schnell in der Internetliste. Die habe ich jetzt gerade mal rausgesucht. Ich habe mal ein bisschen aktualisiert, kann man oben auf Server klicken, dann sortiert er nach Namen. Sucht ihr euren Namen, den ihr eingegeben habt als Server, und da habe ich jetzt Map Test. Habe ich jetzt gefunden. Rechtsklick, Serverinformationen anzeigen, und jetzt habt ihr eine Online-IP-Adresse hier. Die könnt ihr jetzt an Freunde versenden, damit die den Server in ihre Favoritenliste einfügen können. Ist jedenfalls am einfachsten, weil so finden sie den dann auch instant. Weil ihr habt den jetzt halt sehr schnell in der Internetaktualisierung, bis der weltweit bei allen in der Serverliste angezeigt wird, dauert das schon eine gewisse Zeit. Man sieht hier auch Spieler 0 von 5, also das war das, was wir eingestellt haben, dass nur 5 Spieler sind. Das ist unser Server. Ja. Also bloß halt beachten, hier hinten steht jetzt viermal die 7. Macht es nicht. Alle, die sich darauf anmelden wollen, 27015. Sollte es nicht gehen, 27016 eingeben, aber im Normalfall findet ihr den dann unter dieser IP. Nach dieser IP, wie gesagt, ist jetzt eure Server-IP, die ihr versenden könnt. Wenn ihr den privat von eurem PC hostet, kann es natürlich sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ihr den beendet und neu startet, ob der wieder eine neue IP zugewiesen bekommt. Das kann gut angehen. Das heißt, eventuell, wenn ihr dann so Sessions macht, einfach eben dann selber einmal aktualisieren, gucken, wo er in der Liste ist, bei Internet, bei dem Reiter, die Internet-IP raussuchen und eben an Kumpels rüberschicken. Ich kopiere das Ganze mal eben, wenn ich es denn könnte. So. Ihr könnt jetzt auf Favoriten, Rechtsklick, Server mittels IP-Adresse hinzufügen, Flop. Also die schickt ihr an Freunde, die Freunde müssen dann auf Favoriten gehen, Server mittels IP hinzufügen, die, was ihr zugeschickt habt, einfügen und die sie viermal die 7 rausnehmen, 27015, wie gesagt, oder 016. Steht hier unten sogar drunter als Beispiel für Counter-Strike im Endeffekt. Da steht ja als Beispiel 27016 oder 27015. Also mit irgendeiner IP diese Adresse zu Favoriten hinzufügen. Hier ist es jetzt Map Test, hat funktioniert, ist jetzt da. So können Freunde da direkt drauf joinen und ihr habt den im Endeffekt schön in der Liste. Na, wisst ihr schon mal Bescheid. So, aus den Favoriten entfernen. Schmeiße ich jetzt erstmal wieder raus, oder? Aktualisieren, ist er jetzt weg? Nee, naja. Ist jetzt hier. Ihr könnt auch direkt verbinden, natürlich von hier aus, mit Passwort und allem, dann werdet ihr direkt drauf verbunden. Ansonsten könnt ihr jetzt Arc einmal starten. Wenn ihr ihn zu Favoriten hinzugefügt habt, findet ihr den unter Favoriten. Das ist dann im Endeffekt gar kein Problem, auf diese Art schnell an euren eigenen Server zu kommen, und zwar online-fähig. LAN ist natürlich klar, Map Test und unter Favoriten. Und dann hat man im Endeffekt hier Map Test im Endeffekt mit dabei. Gut, dann haben wir es soweit.
Ja, dann habt ihr euren eigenen Server. Wenn, wie gesagt, ich habe es in meinem anderen Video gesagt, wenn man gerne mal wissen möchte, was man so an Server-Einstellungen machen kann, Mods einfügen oder allgemein die gesamten Einstellungen, was man an einem Server so machen kann, kleine Wünsche oder sowas, schreibt es mir gerne oder wie auch immer, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich da gerne mal mit einem weiteren Video drauf eingehen. Und so sind jetzt schon mal die Grunddaten, dass ihr euren eigenen Server zum Laufen habt, auch online. Also, danke fürs Zuschauen und ciao.